Heute werden unsere Köpfe glühen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem etwas anderen Vlog, würde ich sagen. Wir sind heute in Neuwied unterwegs. Es ist bei mir fast um die Ecke. Und wir sind heute bei 66 Minuten. Da ist der Daniel. 66 Minuten, da fängt der Tag gut an. Mit 66 Minuten. Ich muss hier eingestellt werden. Und die Brina ist natürlich auch dabei. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank an 66 Minuten für die Einladung. Wir dürfen heute ganze 5 Räume machen, deswegen werden wahrscheinlich unsere Köpfe heute Abend glühen. Wir müssen ganz, ganz viel rätseln und es sind ja Escape-Räume, die wir machen. Aber nicht. Doch, da! Jetzt hört mal auf, mich zu irritieren. Ich wollte sagen, was 66 Minuten ist. Ja, du musst uns erstmal hier lotsen. In meiner Hut sind wir heute unterwegs. Nein, ich wohne nicht in Neuwied, aber da müssen wir. Ne, hier lang. Hier lang. Hier geht's auf jeden Fall. Wir schaffen es ja noch nicht. Mal, ich schaff's. Wir kommen nicht an. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, 66 Minuten sind Escape-Räume, aber nicht ganz normale Escape-Räume, sondern immersive Escape-Räume mit Schauspielern, mit Story, mit Effekten. Ich hab's. Ich hab's noch nie gesagt. Jetzt geht's schon los, ne? Mobbing. Auf jeden Fall filme ich heute mit der GoPro und wir teilen uns ein bisschen auf. Wir haben ja 5 Räume und wir vloggen alle, also Brina, Daniel und ich. Und damit ihr nicht immer dasselbe seht, teilen wir uns mit den Storys auf. Daniel fängt an heute mit dem ersten Raum, Maditas Geheimnis. Nicht Dieter. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil sehen wollt, hüpft zu Disney Parks and More. Ich dachte, hüpft über die Füße. Gibt's ja heute mal auch. Und dann bin ich bei Teil 2 dran. Und Teil 3 seht ihr dann bei Brina. Aber da sage ich später noch was zu. Ich gebe auch nach Matthias Geheimnis eine kurze Zusammenfassung. Und die ganzen Details seht ihr dann bei Daniel. So, jetzt stehen wir hier rum und suchen erstmal, wo wir hin müssen. Ja. Das Grünchen fehlt aber. Das ja, haben wir ja in der Tasche dabei. Den habe ich ja noch dabei. Den ja, der kommt ja noch drauf. So. Solltest du doch wissen. Der, das nervt mich jetzt. Ihr müsst jetzt mal endlich heiraten. Nee, das geht heute nicht mehr. Wie oft willst du das denn jetzt noch erwähnen? Ja. Ich will, dass ihr nicht nach 10 Jahren heiraten, Mensch. Was hast du denn davon, wenn die heiraten? Sie ist doch Trauzeugin. Sie wollte doch dieses teure Kleid von mir gekauft haben. Den Lumpen. Ich glaube, da ist jemand. Das ist perfekt getan. Das war schon immer so auf der Schule. Kannst du die Rede? Wir haben eine Agentin verloren. Wie, ihr habt eine Agentin? Ach, die Agentin haben wir doch nicht etwa, oh nein! Das ist ja vorgebratene Würstchen. Hast schon Hunger? Ich hätte auch Schaschlik. Such das die Agentin. Ja. Ach, nee. Ach, Daniel. Ach, nee. Geht. Ach, hör auf. Da ist sie. Das ist Märchen. Also wir haben Hand und Map, der kommt da kommt der, ja, der ist schlechter. Also ich habe gelb auch noch nicht umgedreht. Hier ist aufgegangen. Oh Gott, oh nein. Mach auf. Ja, mach du auf. Oh nein. Nein, 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 dunkel ist ganz schlimm. Oh nein. Lass mich durchgenommen. Da ist eine Bodycam. 3, 8, 7, 2. Ist da hinten noch was drin? Da links im Schrank oder was? Ja. Du hast ja auch der 3 im Ei gesagt. Also. Ach. Ja, die könnt ihr gerne mal zur Seite schieben, bis hier nicht. Die euch ja gleich durch, ne? Oh. Ah. Du lieber Himmel. Ach, der Sarg. Ach du Scheiße. Oh, nee. 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 Oh, nein. Da ist das, der Stofffetzen. Ja. Wir schaffen das nie im Leben. Ja, vor allem ja. Den Geruch noch.
das ist ja vorsteril. Ja, ist offen. Ist offen. Sehr gut, ihr tapferen ASF-Rekruten. Ihr seid schon ganz nah am Ziel. Wir werden heute noch sehr oft krabbeln. Sinan ist doch so mutig. Oder Daria. Daria kann wohl. Warte! Klingel. Klingel mal. Nein, wir sollen doch keine Aufregung verursachen. Oh nein. Und jetzt? Ah, ihr habt es geschafft! Super! Ah. Jetzt eine Stunde waren wir. Echt? Haben wir geschafft? Ja. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Also bei mir habt ihr Teil 2 gesehen: Leichenschauschmaus. Bei Daniel gibt es Maditas Geheimnis. Maditas Geheimnis, dieser Name. Und bei Brina gibt es Teil 3. Wie hieß es? Trophäensammler. Trophäensammler. Also die drei Sachen haben wir jetzt schon alle abgefrühstückt, sozusagen. War wirklich richtig gut. Wir müssen erstmal runterkommen. Wir sind alle so Adrenalin geladen. Und wir gehen jetzt natürlich mit dem Team von 66 Minuten was essen. Es ist. Ja, wie gesagt, schon sehr Adrenalin geladen. Es geht da gleich noch weiter mit 2 weiteren Spielen. Freue mich sehr. Die Story haben wir jetzt so langsam mitbekommen. Und beim Amulett ist ja das große Finale am Ende. Ich weiß gar nicht, ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Du musst dich wieder sammeln, regulieren. Ich muss mich regulieren. Was sagst du denn? Mega, mega, super. Macht das super. Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Es ist einfach. Es macht super viel Spaß. Es ist anstrengend, muss man auch sagen, weil man die ganze Zeit auch nachdenken muss. Aber. Und man erschreckt so oft. Wir sind ja so eh so leicht. Dabei haben wir noch nichts Gruseliges gemacht. Kommt doch. Naja, so, jetzt gucken wir mal, wo wir hier was essen gehen in Neuwied. Nach dem Mittagessen geht's jetzt zu Geldrausch. Das ist ein Action-Raum. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir da alles erleben werden. Weil ich alleine? Ja. 4 und 1 Million Fans. Jo, Kamera aus. Waffe halten. Ja. Einmal ringsvorher herumkommen. Bis auf die Wand gehen. Zu dem ASF-Kombo. Gesicht zur Wand, nicht umdrehen. Hände hinter den Kopf. Durchgehen. Diese nicht mehr Anweisungen mit besten Kräften ausführen. Ich werde alle Anweisungen mit besten Kräften ausführen. Jawohl, ihr macht mich ja noch stolz. Ich werde der ASF treu und verschwiegen sein. Ich werde der ASF treu und verschwiegen sein. Sehr schön. Hinsetzen. Du bist aber leicht zufriedenzustellen. Du bist ein Agent, merkt ihr das? Du bist verarschen, na klar, musst du das merken. Ich werde euch im Killer bei uns, oder? Dann müssen wir die Schlüssel suchen in den 3 Positionen. Einstecken, gleichzeitig rumdrehen. Genau, drittens, du? In die richtigen Positionen. Das sind wir noch bei zweitens. Und dann? Ja, dann müssen wir dann wieder zu diesen Schlüsselkästen. Das ist schon erledigt. Und dann? Dem Licht folgen. Dankeschön. Dann folgen wir dem Licht, drittens. Viertens, was machen wir dann, du? Wir suchen nach Hinweisen. Verstehen, okay? Ja. Ganz wichtig, wer redet gerne, du redest so viel. Eigentlich müssen wir das so rummachen, wir müssen eigentlich alles kriegen. Das ist nicht immer gut. Voll lustig, wie heißt denn du? Leicht. Ja, Moni. Es blinkt rot. Moni, ich bin der Frederik. Hier sind Währungen. Hi, Frederik. Schön, in die Brüste. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Mission. Euro, Pfund, dann ist das D und dann das Schmetterlinge im Bauch. Und das D. Hier hinter uns ist auch, ne? Mhm. Hinter uns ist auch ein Laser. Ihr müsst mal rein. Einer muss rein. Einer. Ich stehe schon im Laser, glaube ich, ne? Nee. Doch, da unten am Boden ist auch einer. Nee. Doch? Doch. Einer muss vorgehen. Der Sieger steht da nicht mit dem Leben, der muss nämlich. Oh nein! Nein! Da ist auch einer, hier ist auch einer, ihr Oh nein! Ihr seid doch Dödels! Nicht wirklich das Geld in der Mülltonne geworfen. Ich krieg Puls. Ja, doch, das wurde uns gesagt.
Ich wollte mit dir auf die Malediven. Ich wollte mich vermehren und alles. Oh. Oh, Leute, wir haben 23,14. Scheiße. Wir haben 23,14. Moment, wo wir gucken, was das ist. Was? Okay, fuck. Ihr müsst alle ins Spa-Innere. Ganz schnell. Wir haben ein Eintraining. Schnell. Ganz schnell ins Spa-Innere. Hier rein. Hier rein. Wenn ihr alle da angekommen seid, bitte. Ja, wir sind im Anbar-Innere. Sollen wir uns ducken? Ja, du müsst alles machen. Hände über den Kopf und so. Du, was er hält so? Ein grüßt euch in euren Wohnen als Gott. Also klar, komm, ich bin Alex. Hey. Hör mal, ohne Schreibe, zack, komm. Ohne drei Kreuze, gell? Du kannst doch schreiben, das ist gut. Alles gut, soweit. Ja, so, was hast du denn da Leckeres zu trinken? Der Whisky vom Bruno und so, warte mal, was ist denn hey, das für euch? Hast du gelesen, was du unterschrieben hast? Ich dann trinken. Tschö. Tschö. Bruno. Bruno, Mann. Don't talk about Bruno, Wir sind wieder zurück von Geldrausch und das war so ein bisschen wie Mission Impossible. Ich habe mich gefühlt ein bisschen wie so ein Geheimagent, wo man so durch die Laser drunter und drüber muss und so. Und du hast einmal einen geilen Lackanzug angehabt. Das stimmt. Und einmal mussten wir uns tatsächlich retten, weil wer war das eigentlich? Hast du ein SCH-Problem? Also ich glaube, ich war's. Du warst es, der uns ins Gift, in der Giftwolke. Simon, ich hab halt keine Lust mehr auf dich. Also Brina war es, die einmal den Alarm ausgelöst hat. Ansonsten haben wir uns echt gut geschlagen und... Sie hat auch immer den Hintern oder die Brust im Laser hängen. Ja, das ist mein Speer ausgezogen, mein Brustlaser. Die Szenerie spielt ja in einer Bar. Und das war früher eine Bar und überall sind kleine, also uns wurde gezeigt, wo die ganze Technik verbaut ist, wie aufwendig das ist. Und das ist echt krass, wie die Schauspieler da reinkommen und mit uns interagieren. Ich hatte ja das Walkie-Talkie die ganze Zeit in der Hand und habe mit Frederik ein bisschen geflirtet. Kevin war danach, Frederik musste nach dem abgeschnittenen Finger leider abhauen. Ja, Frederik, wir müssen mal irgendwann auf die Malediven fliegen. Ja, und jetzt geht's gleich weiter zum Amulett. Ab 18. Horror. Ja, Daniel? Entschuldigung. Mhm. Amulett? Ja, wird super. Ich weiß mal nicht, wo ich in diese Kamera gucken soll. Ne? Das ist immer noch so ein bisschen ungewohnt. In die GoPro. Ja, also ich werde euch natürlich auch ein paar Einblicke zeigen. Wir dürfen natürlich nicht so viel zeigen, weil das Amulett ist dann natürlich das neueste Spiel. Erst ab 22. Also diese Woche hatte das Spiel das erste Mal Premiere. Und wir wollen natürlich nicht zu viel spoilern, aber ich werde euch auf jeden Fall... Also wenn ihr mich später noch seht, dann habe ich es überlebt. Ansonsten wird Daniel übernehmen, oder? Daniel? Ja, ich sag dann nochmal was, ich weiß, wie dein Ding geht. Ja, also wenn ihr mich dann später nicht mehr seht, sondern Daniel, habe ich es nicht überstanden. Und ansonsten gebe ich euch noch meine Meinung ab, ob es auch für Angsthasen wie mich geeignet ist. Wer bist du denn jetzt überhaupt? Ja, hallo, ich bin der Oliver Krabus. Ich bin der künstlerische Leiter, der kreative Kopf hinter 66 Minuten in Neuwied, den Theater Adventures. Wir sind mit 66 Minuten seit 2015 hier in der Schlosspassage gegenüber vom Neuwieder Schloss am wunderschönen Rhein, so eine Deichstadt. Und vor 66 Minuten, also vor den Adventure Games, waren wir hier mit einem Horrorhaus von 2012 bis 2015 drin. Wer ist denn die ASF? Wer ist die ASF? Die Anti-Schlappeck-Force. Ja, das ist so der Robin Hood in unserer großen übergeordneten Story. Also bei uns hängen alle Adventure Games in einer großen Geschichte zusammen. Und die Anti-Schlappeck-Force, die kämpft fürs Gute und kämpft natürlich gegen den bösen Widersacher, den Franz Josef Schlappeck, der böse Schlachtermeister. Warum machst du den ganzen Quatsch so gerne? Ich mache diesen ganzen Quatsch so total gerne, weil es eine unglaublich tolle, kreative Umgebung ist, Technik.
künstlerisch mit Storytelling zu verbinden. Ich kann mich als Regisseur ausleben, als Autor, als Schauspieler und habe ein ganz, ganz tolles Team hinter mir, die unglaublich begabt sind in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Handwerklich begabt, technisch begabt, IT-technisch begabt, aber auch so in den Medienproduktionen. Ihr habt das ja schon mitbekommen, also sehr viele Toncollagen, Soundcollagen, Soundsetting und viele Videos, die produziert wurden und so weiter und so fort. Und mit so einem Team so kreativ zusammenzuarbeiten, macht unglaublich Spaß. Vor allem, wenn man am Ende Leute hat, die so begeistert dann sind. Das heißt, man hat immer so ein direktes Feedback, wie es den Leuten gefallen hat. Das ist großartig. Wie viele Räume habt ihr eigentlich oder wie viele Spiele bietet ihr an? Also wir haben aktuell 5 Indoor-Missionen und 2 Outdoor-Missionen. Wir haben eine Online-Mission, die gibt es in Deutsch und in Englisch, die ist live. Und wir haben eine Mission für zu Hause, eine Kiste, die man sich dann hier kontaktlos abholen kann und wieder zurückbringen kann. Und alles spielt dann in der Welt der Anti-Schlag-Enforce. Was vielleicht noch ganz wichtig wäre, ist, was unterscheidet euch vom normalen Escape Room, den man so kennt, wo man so eingesperrt wird und dann nach 60 Minuten da wieder rauskommen soll? Also bei uns ist man grundsätzlich erstmal nicht eingesperrt. Das heißt, es geht gar nicht darum, herauszukommen. Das ist ja das, wovor viele immer Angst haben oder Platzangst. Bei uns ist es eher, kann ich fast sagen, ein Break-In-Szenario. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das unterscheidet uns nicht von anderen Anbietern, die sowas natürlich auch haben. Es gibt Rätselräume, würde ich sagen, im Großen und Ganzen, und es gibt Adventure-Games, die so ein bisschen storylastiger sind, die immersiv sind, wo also ein Sound-Setup dabei ist, ein Storytelling, wo es Immersion hergestellt wird, also dass alles sich sehr echt anfühlt, wo es auch so ein bisschen emotionaler wird, weil man sich vielleicht mal erschreckt oder man ist ganz aufgeregt oder ganz angespannt oder muss auch mal lachen oder vielleicht ist man auch mal traurig. Alles das versuchen wir zu machen, das ist also eine weitere Ebene, die auf dem Rätselraum drauf liegt. Darüber hinaus haben wir individuelle Einstiege, das heißt, jede Mission beginnt bei uns individuell anders mit einem Schauspieler. Und auch das ist besonders, dass bei uns in allen Missionen Schauspieler in verschiedenen Kostümen, in verschiedenen Rollen auftreten und die Story praktisch vorantreiben, bringen eine Wendung oder eine Änderung und führen die Story praktisch weiter fort. Ich glaube, was uns noch unterscheidet, ist, dass man bei uns seit 2018 das nicht mehr nicht schaffen kann. Also wir erzählen immer die Geschichte fertig, das heißt, es ist immer ein großes Finale, das man am Ende erlebt und wir manipulieren das Spiel dann so, dass Anfänger das Finale erleben, aber auch Fortgeschrittene etwa 66 Minuten dann auch in so einem Spiel drin sind. Tja, sind wir jetzt die Anfänger oder die Fortgeschrittenen gewesen? Ja, das wissen wir natürlich nicht. Ihr habt ungefähr 66 Minuten Spaß und das ist der Job unseres Game Masters, der hat alle Hände voll zu tun. Ein Game Master, je Team, der komplett dafür sorgt, dass ihr 66 Minuten Spaß habt. Und wie viele Leute stecken hinter 66 Minuten? Aktuell würde ich sagen etwa 25 Leute. Wir waren auch mal ein paar mehr. Das sind Minijobber, das sind Festangestellte, das sind Auszubildende. Also da ist alles Mögliche dabei, ja. Ich habe noch eine wichtige Frage. Seit dieser Woche gibt es ja das neue Spiel, sage ich einfach mal, das Amulett. Was erwartet uns da jetzt? Also kannst du da schon irgendwas drüber sagen? Was ist da jetzt so besonders dran? Was hat euch da besonders viel Arbeit gemacht, ohne jetzt vielleicht zu viel darüber zu verraten? Ja, das Amulett ist tatsächlich unsere Herzensmission, weil wir sie vor 3 Jahren begonnen haben zu planen und die ersten Bauten dafür auch gemacht haben. Es ist technisch extrem aufwendig, es ist sehr emotional und es ist ein Horror-Game in der jetzigen Variante. Es wird noch eine horrorfreie Mission irgendwann geben, aber im Moment kann man das Amulett nur als Horrorversion spielen. Super. Und das Besondere ist, dass es der dritte Teil einer Trilogie ist. Der erste Teil war das Geheimnis, der zweite Teil der Trophäensammler und der dritte Teil ist das Amulett und das schließt diese Story in sich nochmal zusammen ab. Warum, werdet ihr gleich sehen, wenn ihr das Amulett gespielt habt. Noch fragt ihr euch sicher, was der Trophäensammler mit Manditas Geheimnis zu tun hat. Das ist ganz, ganz weit weg für euch. Aber ihr werdet gleich sehen, wie das Ganze so sich miteinander verbinden wird. Ja, eine Frage? Freuen wir uns. Dann sind wir gespannt und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es hat uns bis jetzt schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, das können wir schon mal sagen. Cool. Und ich denke mal, wir sind sehr gespannt alle zusammen, was uns jetzt dann gleich erwartet. Ich auch. Ob wir lebend rauskommen. Wo ist denn die Wohnung? Die ist ums Eck. Ja, raus! Raus. Der war doch hier. Das war ja wohl was da. Ja, das ist der Ausgang. Wir müssen runter. Ja. Ja, ich hab jetzt schon Angst. Wir müssen runter. Ja, richtig sind.
dass sie mir das Licht angeht. Dort, wo diese Frau... Ja, diese Käsefrauen, ja, dann hoch. Ja. Ich geh direkt wieder. Ich mach mal besser die Kamera an. Ja. Ach du Scheiße, da. Zieh mal. Oh, halt mich fest. Dann dich loslassen, dann. Du Scheiße. Nein. Aber das dreht sich nicht. Oh Gott. Simone. Was? Was? Das ist von anderen. Was? Simone. Ja, ich guck nicht. Das riecht ja eh nicht. Oh. Morgen habe ich meine Haare noch. Okay. Ja, stecken wir. Ach du Fuck. Da reingehen. Ach du Liebe. Nee. Das ist der Poltergeist. Mach sowas mit. Daniel, du darfst nicht wieder weggehen. Guck mal, ob die Tür offen ist. Ja. Ganz ehrlich, das ist richtig schlimm. Hopp, Daniel, stell dich jetzt nicht zu. Daniel, hopp, jetzt. Ja, einer. Sinan geht. Der ist komplett dunkel. Nicht. Nein! Das ist... Oh nein. Sinan! Oh nein. Nicht, ich will sofort Käse. Tschüss, Daria. Das heißt, es passiert nachher schon wieder so eine Scheiße. Ich kann halt nicht machen, dann sterbe ich. Nee. Ach, einer Quatsch. Ist drin. Was willst du von uns? Wo ist das Walkie-Talkie eigentlich? Hier habe ich. Ah. Na, Dieter. Jetzt wird Daria angegriffen. Wir wissen jetzt, warum dein Bruder dich umgebracht hat. Deine Brust. Egal mit meiner Vater. Du kannst mich überall anfassen. Daria, siehst du was? Sie ist weg. Sie ist tot. Wie soll man das immer freuen? Was jetzt? Nein, ich lass dich nie wieder los. Wir haben bis jetzt einen Agenten verloren. Wir haben keine Verbindung mehr zu ihm. Wir sind wirklich nur distanziert. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. Der kommt davon! Ich guck nicht. Oh nee. Ach du Fuck. Wo seid ihr denn, Arme? Hier. Wir müssen da rein. Ja, dann los. Ach du Scheiße. So, Vorsicht, die Tür. Das ist ja. Nee, das ist nicht wahr, das da. Boah, das ist spannend. Oh nein. Daniel, geh nicht weg. Geh doch nicht, ich bin noch da. Nicht weg. Dann lass mich gerade alleine durch, bitte. Nein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, erstmal, ich hab's überlebt. Ich bin wieder hier. Aber. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist das krasseste, gruseligste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Diese 1,5 Stunden, die ganze Zeit auf Adrenalin. Man weiß nicht, was passiert. Es passieren so viele Dinge. Ach, hier ist ein Hundi. Es passieren so viele Dinge, auf die man nicht gefasst ist. Gruselige Dinge, spannende Dinge. Ihr solltet auf jeden Fall 2 bis 3 mutige Leute dabei haben, so viel kann man sagen. Und uns hat es tatsächlich sehr geholfen, dass wir alle 3 Teile heute gemacht haben. Denn der Madidas Geheimnis, der Trophäensammler und das Amulett hängen miteinander zusammen. Und wenn man das Amulett macht,
erkennt man die Sachen von den ersten zwei Teilen wieder. Was wirklich sehr, sehr krass ist. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch empfehlen, die alle drei Teile an einem Stück zu machen, damit ihr die komplette Geschichte hinter der Familie mitbekommt und ja, die ganze Hintergrundgeschichte sozusagen an einem Stück mitbekommt. Wenn ihr Pausen habt, kann es sein, dass ihr dann irgendwie wieder was vergisst oder so. Also nur so als Tipp, wenn ihr das mal machen wollt, dann auf jeden Fall Teil 1 bis 3. Dann bekommt ihr dieses ganze Feeling und ihr wisst, worum es geht. Ihr könnt natürlich auch nur das Amulett machen. Wenn ihr euch Horror interessiert, geht natürlich auch. Aber am besten ist Teil 1 bis 3. Und es lohnt sich tatsächlich auch hier herzufahren. Also hier nach Neuwied, hier gibt es ja nicht nur 66 Minuten, gibt es gute Restaurants, den Kölner Zoo sag ich schon, den Neuwieder Zoo. Und ja, hier kann man noch viele andere Sachen machen. Also es lohnt sich tatsächlich einen Abstecher nach Neuwied zu machen. Koblenz ist auch gar nicht so weit entfernt. Und wenn ihr wirklich Action, Adrenalin mögt, dann auf jeden Fall zu 66 Minuten. Ich musste das gestrige erstmal eine Nacht verarbeiten und möchte jetzt nochmal mit euch die Räume durchgehen, die wir gestern gemacht haben und mein kleines Fazit abgeben. Wir haben ja gestern mit Matidas Geheimnis angefangen. Genau, da oben seht ihr es. Es ist auch, wie ihr sehen könnt, für Kinder geeignet und war ein guter Einstieg in die ganze Geschichte. Auch rund um Madita, was mit ihr passiert ist und so ein bisschen sie kennenzulernen. Also wirklich ein ganz, ganz guter Einstieg gestern gewesen. Danach sind wir ja zum Achso, Madidas Geheimnis seht ihr übrigens bei Daniel im YouTube-Video. Verlinke ich euch gerne bei dem i. Ja, danach sind wir zu mir, das habt ihr jetzt hier auch in dem Video ein bisschen gesehen, zum Leichenschauschmaus. Ja, ist, wie ihr sehen könnt, Grusel, man sieht Särge, darauf muss man sich einstellen, deswegen heißt es auch Leichenschauschmaus, aber hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Rätsel waren schon ein bisschen kniffliger und wir haben hier und da natürlich auch den einen oder anderen Tipp gebraucht. Danach ging es weiter zum Trophäensammler von Matidas Trilogie. Also Matidas war Teil 1 und das gehört dann zu Teil 2 der Trilogie. Und ja, im Trophäensammler ging es dann weiter mit der Geschichte über Matidas Familie. Und ja, richtig coole Rätsel dabei gewesen, sehr, sehr viele überraschende, spannende Momente und sehr viele, kann man das sagen, Mindfucks? Also Sachen, wo wir dachten, Alter, wie kann das denn jetzt passiert sein? Ja, darum ging es im Trophäensammler. Und danach ging es weiter zu unserem Geldrausch. Da, also übrigens, Trophäensammler bei Brina. Im YouTube-Video verlinke ich euch auch gern bei dem i. Ja, da seht ihr die Ausschnitte vom Trophäensammler. Teil 4 oder Mission 4, Geldrausch. Das habt ihr auch teilweise bei uns, bei mir im Video gesehen und auch bei den anderen. Action, richtig cool, bisschen wie Mission Impossible. Ich habe mich richtig gut gefühlt mit den Lasern und so, das war richtig cool, hat mir richtig gut gefallen. Auch ganz viele richtig interessante Rätsel gewesen, nicht ja, nur, sagen wir mal, Zahlenschlösser und Nummern rausfinden, sondern auch ganz, ganz viel Abwechslung. Hat richtig viel Spaß gemacht, war auch nicht gruselig oder so. Also wer gar nicht auf Grusel steht, ist das auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ja, und dann zu guter Letzt ging es zum Horror, zum das Amulett. Ihr seht es schon, das ist ab 18 Jahren. Es ist auch tatsächlich länger als die anderen Spiele. Alle anderen Spiele sind 66 Minuten. Das hier dauert 99 Minuten. Und ja, ihr habt es gesehen in meinen Ausschnitten. Viel, viel Horror, viel, viel Geschrei. So viel möchte ich natürlich auch nicht spoilern. Aber wer Horror mag und ja, Teil 3 der Geschichte von Matidas Familie wissen möchte, muss auf jeden Fall das Amulett gespielt haben. Ja, aber ihr seht, es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch Outdoor, das wollen wir vielleicht im Sommer mal probieren. Es gibt At Home, das haben wir ja letztes Jahr gemacht, Showdown. Also wenn ihr wirklich sehr weit weg von Neuwied wohnt, wäre das vielleicht ein guter Einstieg, auch mit echten Schauspielern, die ihr durch die Räume führt und die Rätsel lösen müsst. Also auch echt ein guter Einstieg, wenn ihr mal wissen wollt, worum es eigentlich bei 60 Minuten so geht und wie das eigentlich alles so abläuft, auch mit den Schauspielern. Also At Home ist auch ein guter Einstieg.
Dann gibt es noch die Kiste, die man abholen kann bei denen vor Ort. Cosman Komplott, das wollten wir auch mal irgendwann ausprobieren. Da holt ihr euch eine Kiste vor Ort ab und macht das auch zu Hause. Ja, und wie gesagt, die zwei Outdoor-Spiele wollen wir wahrscheinlich mal im Sommer ausprobieren. Ja, wenn ihr auch Interesse an habt oder wenn ihr ein Fan von Escape Rooms seid und auch Interesse habt an sowas, empfehle ich euch ganz klar 66 Minuten. Da an der Stelle muss ich mich nochmal bei 66 Minuten bedanken. Ein tolles Team, wir wurden super nett aufgenommen. Zusammen Mittagessen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Zeit gestern in Neuwied. Wir kommen auf jeden Fall wieder und es ist eine ganz klare Empfehlung. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.